Das ist jetzt meine Welt. Nein! Als Regentenverteidiger von Prachthof ernenne ich dich zum Knappen des Reiches. Hey Freunde des Chaos, ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge Tiny Tina's Wonderland. In der letzte Folge war sehr sad. Dann noch. Wir haben unsere ehrenwerte Königin verloren. Und müssen sie jetzt rächen. Aber erstmal ein paar Nebenquests machen. Einfach aus Prinzip. Wen juckt. Hey. Ihr Kobolder. Lass mein Pilzling in Ruhe. Hat sich ausgepillt. Ich muss noch fix irgendwie versuchen, den Controller zu laden. Mein Grundstück ist verseucht. Ich bin reich. Du bist verzweifelt. Töte sie, dann bezahle ich dich. Direkt zum Punkt. Ich mag dich. Befreie einfach das Feld, dann werfe ich dir etwas Geld an den Kopf. Kobolde. Danke. Machen wir. Da oben. Ich muss nur fix die Webcam ändern. Koboldzähne. Die müssen etwas wert sein. Ich bin so froh, dass ich die Fähigkeit, dass er furzen kann, aktiviert habe. Scheiße, du stinkst. Was? Haben wir jetzt alles? Jo. Ja, schön. Sind das Koboldzähne? Ja, was denn sonst? Warum hast du die? Keine Ahnung. Hatte einfach Lust, sie mitzunehmen. Ja. Was? Igitt? Was? Ich meine, soll ich sie für dich wegschmeißen? Nein. Hier ist etwas Geld. Muss wohl so sein. Komm nie wieder hierher. Du bist mir zu schräg. Ich bin dir zu schräg? Nein! Sie sind tot! Meine Pläne sind ruiniert! Hey. Da gibt's gleich wieder eine Quest. Die Kobolde sind tot! Was? Meine Güte! Was hast du getan? Nichts. Deine Kobolde? Erklär mir das, Bäuerin. Ich habe diese Kobolde absichtlich angelockt. Du musst wissen, ich bin in die Alchemistin verliebt. Mein Plan war es, die Kobolde zu besiegen und ihren Kräutergarten zu retten. Wie soll ich sie jetzt für mich gewinnen? Oh. Töte ein Schwein und reibe dich mit seinem Saft ein. Nicht hilfreich. Hör zu. Gib mir einfach diese Blumen. In Ordnung? Okay. Danke. Mit etwas Glück erklingen bei Sonnenuntergang die Hochzeitsglocken. Was? Bist du nicht ein bisschen voreilig? Du schon wieder? Was willst du? Ich habe ein Geschenk für dich. Hm?
gib schon her. Ich will es. Blumen? Von wem? Von der Bäuerin. Sie mag dich. Als ob ich mich mit diesem armen Ding sehen lassen könnte. Vielleicht wenn Schweine fliegen lernen oder Wasser bergauf fließt oder ein gepunkteter, gedichtelesender Kobold mir ein Liebesgedicht vorträgt. Guten Tag. Das ist so schlimm. Das kriegen wir hin. Habe ich das richtig gehört? Ein gepunkteter, dichtender Kobold? Ich schätze, das kriege ich hin. Zuerst müssen wir noch einen Kobold anlocken. Such mir den dreckigsten Lendenschurz, den du riechen kannst. Ich denke, du verstehst sie nicht richtig. Meinst du? Keine Ahnung. Gibt nur einen Weg, um sicher zu sein, was? Ja. Nein. Sie will's nicht verstehen, oder? Kommt, so kommt's mir nur so vor. Hier ist was faul. Schlecht geblöd genug, dich mit mir anzulegen. Die halten schon was aus, die Kobolde. Alter, die ganze Kobolde hier. Wer? Das glaubst auch nur du. Schutz aus, den du finden kannst. Unser Kobold muss der Beste aus dem Wurf sein. Nein. Cringe. Bibel, das Lied vom Streit. Ich sehe noch nie wieder rüber, ihr faulen Säcke. Was darfst du die Kobolde hier dezimieren? Ich glaube, ich muss da auch mal skillen, dass das Ding da unten nicht geht. Okay. Du Glückspilz! Nur eine 3! Na, Häppchen! Hoffentlich hast du Geld! Ich töte nicht umsonst! Ja. Das ist dafür, dass ich dich anschauen musste! Krummel der Stinker! Echt ekelhaft. Also wenn der Lendenschurz nicht Gold wert ist. Ich kann ihn praktisch von hier aus riechen. Bring ihn her. Ja, ich riech ihn auch. Und nein, ich will nicht. Eines Tages will dieser Lord, dass ich ihm von meinem Bauernleben berichte. Nun, Milord. Ach, das haben wir schon angehört. Ich stehe vor der Sonne. Perfekt verschmutzt. Das ist der Dünger, aus dem Romantik erblühen wird. Ich glaube nicht. Nur einen Moment. Oh. Erledigt. Und jetzt locken wir einen Kobold an. Lass den Moschus doch frei. Es hat geklappt. Es hat geklappt. Was für ein Exemplar. Glornisch. Eine Koboldin. Hübscher Name. Glornisch. Und jetzt die Punkte. Im alten Labor gibt es ein paar Farbstoffe. Ah ja, nur so als Warnung. Das alte Labor ist bis unters Dach gefüllt mit Fallen. Vielleicht solltest du vorsichtig sein. Was mache ich eigentlich hier? Ja. Ich habe etwas so köstlich Fauliges. Will ich das wirklich? Aber was macht man nicht alles für die Liebe? Ja, ich darf wieder Katapulten. Hui. Kommt! Ich brauch das
einfache Geometrie. Das ist schon wieder einfache Geometrie. Lauf! Die nehme ich mit. Ja! Komm zurück! Mach bitte keine Tasse auf meinem Schädel! Doch, wollte ich aber. Finde ich witzig. Wow. Ui. Autsch. Au. Das war nicht wirklich besser. Nehmen rechts. Du bist nicht weit von einem Schusser entfernt. Brich ihn auf. Sofort. Bitte? Was ist das? Ich probier's mal, wenn ich gehen wir wieder auf unseren Frost selber. Runter durch, gut. In jedem Helden steckt ein Skelett, das freigelegt werden will. Keine Sorge, wir übernehmen das. Mehr Kompost für den Hau. Wow, der Zauber ist gut. Wenn du abgehauen wärst, würdest du vielleicht noch leben. Ja, Farbe. Genau, was du denkst. Diese Besessenheit von Alma ist ungesund. Mehr habe ich nicht zu sagen. Ich weiß einfach, dass du es denkst. Aha. Warum höre ich nichts? Das ist schön mit dem Katapult. Wer war denn jetzt? Das Färbemittel. Schnell. Ja. Nur ein Tupfer und. Ups, die ganze Flasche verbraucht. Oh, naja. Es hat geklappt. Sie sieht gar nicht so übel aus. Für eine Koboldin. Ja. Also, wie schenke ich diesem Wicht eine poetische Zunge? Ah, geh zum Friedhof der verlorenen Baden. Okay. Vorsichtig. Du gehst zu einem Ort, wo Dutzende Baden während eines Poesiewettbewerbs starben. Der Legende nach können sie schreckliche, den Geist vernichtende, dunkle Magie wirken. Bekannt als Prosa-Dichtung. Hilfe! Die Untoten baden! Sammle ihre magischen Zungen! Sie enthalten die poetische Essenz, die wir brauchen! Ob ich das wirklich will? Beim nächsten Mal mit Vorwarnung! Hallo? Niemals langweilig. Jetzt alle Bartenzungen. Du hast es geschafft. Kehrst du mir zurück? Dann machen wir aus dieser ungewöhnlich attraktiven, gepunkteten Koboldin eine Dichterin. Nö. Bist du attraktiv? Was? Nein. Ich meine, für eine Koboldin. Sei nicht so voreingenommen. Bin ich nicht. Ich bin nacheingenommen. Die poetische Essenz. Ja, ja. Die Tat ist vollbracht. Aber ist unsere Koboldin
in der Aufgabe gewachsen? Das werden wir sehen. Nun, ich werde diese poetische Essenz einfach so in die Wasserversorgung einführen. Ja. Du, Glornesh, hast du mir etwas zu sagen? Auch wenn ich ein Tölpel bin, raubt deine Schönheit mir den Sinn. Ich hoffe, du erhörst mich bald, denn ohne dich ist mein Herz so kalt. Was? Nein. Wow. Komm schon. Das ist... Oh Mann, du bist albern. Meine Güte. Oh, richtig. Hol Alma her, ja? Ja, machen wir. Also, was hattest du gerade gesagt? Eins habe ich nicht. Was? Oh, du bist es. Immer noch mittellos? Yep. Ich habe eine gepunktete Kobolddichterin für dich. Was? Wirklich? Das muss ich sehen. Ich auch. Ich bin niemand, der Felder bestellt. Doch ihre Augen sind nicht von dieser Welt. Sie schuftet wie ein Tier. Wie gern wäre ich nur bei ihr. Ich will verdammt sein. Sie hat es wirklich getan. Das ist wirklich beeindruckend. Hey, wie hast du das gemacht? Dafür muss man doch sicher, nun ja, schlauer sein, als ich Armen zutrauen würde. Erzählst du es mir? Bei einem Getränk? Was? Oh nein, danke. Kein Interesse. Ich habe mich mit Glornesh hier verlobt. Mit der Koboldin? Sie ist stärker als du und sieht doppelt so gut aus. Geh und brau dir einen Liebestrank, um dir deinen eigenen Kobold zu fangen. Was? Du wagst es? Weißt du, wer ich... Was ich... So schnell kann's gehen. Kannst du mir vielleicht kurz dein Ohr leihen? Ja. Ich weiß, es mag dir seltsam vorkommen, aber die Alchemistin war nicht die richtige für mich. Glornesh hier sieht in meine Seele. Wir sind füreinander bestimmt. Und das verdanke ich nur dir. Es gibt kein größeres Geschenk als die Liebe. Aber vielleicht beruhigt das dein wanderndes Herz trotzdem. Danke. Bitte. Oder ist das Magie? Ich hoffe, unser gemeinsames Leben endet nie. Glornesh, die arme Alma. Mein Schlafzimmer sehen? Ich dachte schon, du fragst mich. Ich hoffe, ihr hattet mit dieser kleinen, mit diesem kleinen Liebesintermezzo zu euren Spaß gehabt. Und schaltet dann das nächste Mal wieder ein. Wenn's wieder heißt, Chaos in der Welt zu stiften oder Chaos im Kopf zu haben, war in Tiny Tina's Wonderlands. Bis dahin, auf Wiedersehen.